So, dann machen wir erstmal wieder den Winter hier hin. Aktuell haben wir ja nur Winter und Sommer. Aber scheiße, das sind doch die beiden effektivsten Jahreszeiten, die man so herbeibeschwören kann, vermute ich mal. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann. Ja. Ja, wir müssen da gucken. Hier könnten wir auch wieder die Jahreszeit ändern. Mal jetzt gucken. Kann ich bei dir noch irgendwas machen? Sagst du mir vielleicht, wer das Lohnlohnei bekommen kann? Hoffentlich geht es meinem Vater gut oben auf. Wo war der nochmal? Mit dem Federberg. Ja, da waren wir noch nicht, ne? Nee. Ja, gut. Dann gehen wir wieder rechts ins andere Dorf. Es sei denn, wir kommen da noch weiter. Das kann natürlich sein. Da sind nämlich noch zwei Felder nicht entdeckt. Wir versuchen es mal. Wenn wir schon hier in der Gegend sind, ne? Ich glaube, da brauche ich aber auf jeden Fall dich. Da kommen jetzt vielleicht die ganzen Löcher und so, wo man nicht lang kann, ne? Ah, da könnte man. Ach, ich wollte auf die Karte gucken. So, genau. Ach, das ist wahrscheinlich das Wassergebiet, wo ich nicht gucken kann. Ah, ich kann hier sogar lang, okay. Ja, da würde ja normalerweise eine Ranke entstehen. Kann ich da lang? Nee, kann ich nicht. Kann ich darüber gehen? Auch nicht. Ist ja gut. Ihr seid echt nervig, wisst ihr das? Jetzt ist Penny weg. So. Keine schöne Ecke hier. Sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Ja, komm, dann lass mich hier alleine rüber. So, jetzt muss ich echt überlegen. Bin ich jetzt hier oben gelandet? Ach, da ist das Känguru gewesen, okay. Ach, ich wollte die Karte. Immer wieder der falsche Knopf. So, was steht da nochmal drauf? Die versunkene Stadt. Oder müssen wir die versunkene Stadt? Ich bin mir da gerade echt nicht ganz sicher, wo wir genau hin müssen. Ach ja, ach hier war das. Aha. Was war hier nochmal? Okay, ja, super. Bin ich gleich tot. Immerhin ein Herz, das hilft mir bloß nicht. Ja, da kommen wir nicht lang. Oh, hier kann, ah, warte mal, hier war noch ein Heilbrunnen, ne? Ja, hallo. Das ist nett. Ja, genau. Dann kann ich ein Stück trinken. Ich danke dir. Wunderbar. Ja, jetzt kriege ich noch ein Herz. Jetzt habe ich volle Energie, dann kriege ich noch ein Herz dazu. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Ja, ich würde halt gerne nochmal nach rechts gucken, aber ich bin mir da echt nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Komm her, du Scheißding. Jetzt krabbelt er da oben rum, meinetwegen. Okay, Benny. Komm nochmal her. Ich glaube, ich. Fünf schafft er doch, ne? Ah, mal gucken. Eigentlich müsste ich da lang können. Komm mal her. Ja, geschafft. So, jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ja, wahrscheinlich können wir von hier aus auch rechts rüber. Ah, aber hier nicht. Ja. Das wird so. Gut, da war, ich war da unten aber schon mal. Da ist nichts Dolles, glaube ich. Oh Gott, ja. Dass der halt nirgends lang kann, ne? Das ist so ein bisschen nervig. Schön und gut mit Benny. Aber. Ja. Nein! Falschen Knopf gedrückt.
dass ich hier lang. Ah, sehr gut. Oh, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. War da oben was? Ich komme gleich wieder, Benny. Ah, ach nein. Ich sollte das Horn am besten nicht auswählen, wenn ich es nicht brauche. Das ist echt ein bisschen nervig. Na gut, jetzt konnte ich ihn doch gebrauchen. Genau, hier war das Bombardement. Ich glaube, dass ich die Bomben vielleicht zurückschießen kann. Ach, da hat er Angst, ne? Zu viel Wasser. Ja, okay. Weil ich glaube, wenn ich stärker bin, kann ich bestimmt... Nein! Oh, der kommt hier doch nicht. Aber ich habe gerade eine Idee. Na, oh. Ich drehe lieber mal den falschen Knopf. So, darf ich vielleicht mal eben... Kann ich einfach hier drüber springen? Ha! Wie geil! Mein Papa ist ein Meisterschwimmer. Er hat eine geheime Tauchstelle. Aber er verrät sie mir nicht. Doofer Papi. Wenn du was sagst. Wir sind aus wie ein alter, weiser Mann. Es soll eine Frau sein? Okay. Mein Mann war einst ein Meisterschwimmer, doch nun ist er alt. Er hat seine Tauchausrüstung versteckt und ist verschwunden. Tauchausrüstung, okay. Und ihr habt übrigens Wasser in der Wohnung. Ihr solltet mal irgendwie, keine Ahnung, einen Klempner rufen oder irgendwas. So, dann haben wir hier alles Schönes. Könnt ihr gleich mal den Garten umgraben. Oh, sieht aus wie so ein alter, weiser Chinese. Es heißt in Legenden eine Art Schatz, Schlumpfe, was, im Gipfel, ein Traum aus Kindertagen. Ich denke ständig daran, es raubt mir den Schlaf. So, ich habe es nicht richtig gelesen. Eine Art Schatz schlummert, schlummere am Gipfel. Okay, am Gipfel, ja. Da oben kann ich durch den Kamin gehen, wie es aussieht. Ja, kann ich, aber ich will mal eben kurz das Ding nehmen. Oh, Bomben, sehr gut. Weil ich habe nicht mehr so viel. Ihr habt alle irgendwie Wasser in den Häusern. Da kann ich nicht rein? Das sieht doch voll so aus, als ich da rein können. Also. Oder war das ein Anzeichen dafür, dass ich hier eine Bombe benutzen soll? Hm. Also es ist doch sehr verdächtig, oder findet ihr nicht? Na gut. Oder warte mal, kann ich vielleicht in deinem Kamin Feuer anmachen? Auch nicht. Ja gut, also ich finde es sehr verdächtig. Vielleicht kann man irgendwie von oben herunterfallen. Mein Controller verabschiedet sich gerade wieder. Ich muss ihn wieder ausstellen. Ja, man kann wahrscheinlich in den Schornstein reinfallen. Was das bringen soll, weiß ich zwar auch nicht, aber gut. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um, wo es hier noch lang geht. Oh, noch ein Häuschen. Toll. Kann ich hier vielleicht eine Bombe benutzen? Vielleicht hier zwischen den beiden Schränken? Hm, was sagt die Karte? Höchstens nach oben wäre ein Gang, aber... Kann ich vielleicht einen Schrank schieben? So Resident Evil mäßig. Sieht auch nicht danach aus. Kann ich hier buddeln? Nee. Was bringt mir diese Hütte? Hm. Huh. Aktuell habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was ich hier vielleicht noch machen könnte. Hm. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Was bist du... Oh! Da kann ich... Sturmkerne. Ihr Wind bringt dich an andere Orte. Öffne deinen Saatbeutel. Aha! Inwiefern funktioniert das? Moment. Das muss ich mal kurz gucken. Das sind die Sturmkerne. Okay, was passiert das? Ich kann mich vom Baum zu Baum teleportieren. Das ist ja mal geil. Also überall, wo Bäume sind, das ist ja cool. Okay, das ist mal eine geile Mechanik hier von den Kernen her. Das ist sehr, sehr geil. Das freut mich. Was ist denn hier passiert? Ich habe was Seltsames gefunden.
Ein Monster, das die Stadt angreifen wollte. Genau, jawohl. Wir beschützen die Stadt. Haha, nimm dies. Wenn nicht das, nicht das Tier hauen. Die. Warte mal. Hört auf damit. Wir beschützen die Stadt. Ihr tötet ein Tier. Wir beschützen unsere Stadt. Aber uns fehlen Waffen dazu. Hast du etwa Bomben? Ja. Dann gibt es nichts mehr zu befürchten. Wir patrouillieren. Oh. Du hast mich gerettet. Sehr schön. Ich bin Dimitri. Was, du kannst nicht schwimmen? Ah, oh, schon sogar Wasserfälle hinauf. Oh, du hast mir geholfen. Ich helfe dir dafür. Setz dich auf mich. Drücke A, damit ich zuschnappe. Ich bin außerdem ein toller Schwimmer. Sogar Wasserfälle hinauf. Mit deinem Kraftarmband kannst du mich auch tragen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Alter Schwede, was ist das für eine Bereicherung im Spiel? Ich kann jetzt ja fast alles. Aber wahrscheinlich kann ich Dimitri nicht zu jedem Zeitpunkt rufen, ne? Aber wie geil ist das denn bitte? Dimitri, du bist der Beste. Siehst dir an, wie ich Wasserfälle hinauf schwimme. Gleich. Ey, das ist ja der Hammer. Ja, ja. Es ist toll. Ich bin gerade voll begeistert. Kleiner Moment, Dimitri. Kannst du mal... Warte mal, bitte hier, Dimitri. Was steht denn da jetzt? Vasen gesucht. Ingo, Sammler. Ich gehe mal kurz zu Ingo. Ich hoffe, du bleibst bei ihm hier, Dimitri. Oha. Das wäre so eine Art Luigi, ne? Verdammt, dieser Bigoron. Wie oft ich auch frage, er rückt diese Vase nicht mehr heraus. Sogar mein Abendessen würde ich dafür geben. Leckeren Fisch. Hau ab und fass die Vase nicht an, meine schöne Sammlung. Okay, also von dem kriegen wir den Fisch für den Mann bei der Angel. Da ist Dimitri. Ah, oh, Dimitri. Dimitri, der Triceratops. Also für mich sieht er jedenfalls so aus wie Triceratops. Ja, ich... Pass auf. Also, okay. Ich dachte, ich brauche ein Kraftarmband, aber okay. Jetzt kann ich schnappen. Ich will gucken, ob ich wirklich schnappen kann. Okay, ja, ich kann Gegner fressen, das ist richtig. Wie geil ist das bitte? Oh ja, da pflanzen wir auch einen. Wir haben noch einen. So. Ach, Dimitri. Oh, kannst du... Ich komme aber nicht mit dir ins Haus rein, ne? Naja, das klappt so nicht. Hm. Ich würde ganz gerne mal über die... Warte mal. Dimitri, kann ich... Achso, der... Hä? Ach so, ah, ich muss es hier zu Eis werden lassen. Dann kann ich vielleicht in die Höhle oder das Haus rein. Das ist, glaube ich, der Trick. Kleiner Moment, das machen wir gleich, weil da war ja gerade ein Baumstamm. Einmal kurz gucken, was hier ist. Ups. Wow. Wer bist denn du? Ich bin der Meisterschwimmer. Um ein Schüler zu werden, solltest du die nächstgelegene Höhle aufsuchen. Öffne alle vier Augen mit einem einzigen Hieb. Und liefere mir ein Zeugnis darüber ab. Oh, der bringt uns das Schwimmen bei. Dann brauchen wir Dimitri quasi nicht mehr. Weil ich mag Dimitri, nicht vergessen. Nicht falsch verstehen. Okay. Oh, das freut mich alles gerade sehr. Wenn wir bald schwimmen können. Oh, das wäre der Hammer. Okay, 50 Rubine ist auch nicht schlecht. Aber wenn Wasserfälle hochklettern, dann können wir wahrscheinlich dann trotzdem nicht. Dann ist das wohl die nächstgelegene Höhle, oder? Alle vier Augen mit einem Hieb. Da müssen wir mal gucken, wie das gemeint ist. Dimi, ich glaube, ich muss hier alleine gucken. Hm. Dazu muss ich wahrscheinlich... Warte mal. Ja. Kann ich euch öfter schieben? Ja, kann ich. Achso, den kann ich nicht... Okay. Ah, den kann ich nicht schieben. Den kann ich nicht schieben. Na gut, dann kriegen wir trotzdem hin. Wahrscheinlich... Ja. Sollte möglich sein. Pass mal auf. So.
Ja, pass mal auf, jetzt machen wir das so. Okay. So, jetzt kriegen wir das Zeugnis. Ich dachte, das wäre flaches Wasser. Entschuldige bitte. Du erhältst die Meisterplakette. Bring sie zu ihrem Meister. Jetzt bin ich ins Wasser gesprungen, statt aufs Wasser. Übers Wasser. Ist da unten noch was? Oh, wer weiß. Ah, okay. Hätte sein können, dass da was Tolles ist. Ich bin gerade... Ich meine, wir machen jetzt zwar gerade keinen Dungeon, das muss ja auch nicht die ganze Zeit sein, aber ich bin gerade richtig froh, dass wir hier anscheinend jetzt gleich das Schwimmen lernen zum Beispiel. Und wir entdecken ja auch gerade viele, viele neue Gebiete, was voll cool ist. Entschuldigung, ich muss in die Höhle, nicht ins Haus. Ich muss ja hier hin. So, mal gucken. Können wir jetzt schwimmen? Hi. Ah, das ist meine Meisterplakette. Du hast meinen Test bestanden. Beachtlich. Ich nehme dich als Schüler an. Nimm diese Flossen. Ja! Zoras Flossen, die heißen immer noch so. Mit ihnen kannst du schwimmen. Drücke A, um voranzuschwimmen und B, um zu tauchen. Ich verrate dir meine geheime Route zum Federberg. Oh, das ist gut. Es gibt eine Verbindung unter Wasser am Stadt in der am Riff in der Stadt. Benutze die Flossen, die ich dir gab. Okay. Beim Riff in der Stadt. Stadt ist relativ, ne? Puh. So, ich will mal was probieren. Ich muss zum Baum. Da, genau. Weil ich muss jetzt mal eben eine andere Jahreszeit beschwören. Ich brauche Winter. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Dimitri da noch da ist. Dimitri ist noch da. Sehr gut. So, dann komm mal her. Ich komme da jetzt immer noch nicht rein. Ich dachte, ich könnte da jetzt vielleicht rein. Also das Meer ist nicht zugefroren. Okay, das hat keinen Sinn gehabt. Okay. Hätte ich jetzt fast gewettet, ne? Na gut. Also dafür war es jetzt nicht notwendig. Hat sich da noch irgendwas... Hier vielleicht? Warte mal, vielleicht soll ich da tauchen. Ist das gleich gemeint? Wo sind denn meine, Flossen? Ach, kann ich jetzt automatisch tauchen? Ach so. Tatsächlich. Das ist tatsächlich hier. Geil. Ach also, ich kann... Das sieht ja witzig aus, wenn ich mit dem Schwert kämpfe. Das sieht aus, als würde ich gehen. Sehr cool. Aber das ist wahrscheinlich der Geheimgang, den er gemeint hat, denke ich. Und wir haben anscheinend auch unendlich Sauerstoff, was mich sehr freut. Okay, die Unterwasserpassagen sind zum Glück nicht so schwer. Was ist schwer? Also jedenfalls sind die sehr einfach. So, jetzt bin ich hier irgendwo. Geil. Da wäre eine Ranke, wenn hier Sommer wäre. Toll. Was bringt mir das jetzt hier? Ich kann nicht... Oder kann ich jetzt praktisch mit Kraftarmband den Wasserfall hochschwimmen? Nö. Ja, toll. Hä? Ah, vielleicht hätte ich im Sommer hier hinkommen sollen. Okay. Wir müssen nochmal zurück. Das hätte ich gern. Dann tauche ich hier nochmal im Sommer hin. Dann weiß ich tatsächlich gerade auch nicht, wozu ich jetzt eigentlich da überhaupt Eis wollte. Naja. Egal. Wir müssen gleich nochmal wieder zurück. Aber vielleicht, ich glaube, es hieß doch auch versunkene Stadt ist unser nächstes Ziel, ne? War das gar nicht so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, jetzt ist Dimitri weg. Dimitri. Oder was? Stehst du hier noch hier unten? Dimitri ist weg. Okay, kein Dimitri mehr. Na gut, wir können ja schwimmen. Oh, das war cool mit Dimitri. Das ist super gewesen. So, genau, jetzt haben wir nämlich das. Und jetzt sollten wir... Kann ich trotzdem hier lang tauchen? Ich hoffe. Ja, kann ich. Okay. Dü-dü. Dü-dü. So. Dann sollte jetzt eigentlich gleich eine Ranke da sein. Ich hoffe, dass das doch gleich Auswirkungen auf die andere Seite jetzt hat. Wenn ich jetzt da auftauche und da ist jetzt trotzdem noch Winter, das kann ja sein. Weil das ist ja ein anderes Gebiet. Na? Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass da jetzt auch Sommer ist. Schauen wir mal. Ja!
Sehr gut, wir können jetzt hier hoch. Vielleicht waren wir da aber auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, sehr schön. Okay. Da gibt es ein Herzteil. Das ist schon mal schön. Hm. So einfach komme ich da wahrscheinlich nicht hoch. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Ins komplett neues Gebiet, wie es aussieht. Ja, aber den kaufe ich gleich. Keine Schilde. Okay. Ja, ich habe welche, aber soll ich zurücklenken von Nüssen? Verboten? Oh, hier wird gleich geschossen, glaube ich. Gegner schießt dir gleich irgendwas. Ich wollte mit dir... Ich darf nicht mit dir sprechen? Okay, kann nicht. Ach so, die schießen. Ach so, das sind gar keine Händler in dem Fall. Ah, okay. Ach, sie wieder. Ich gehe gleich Ich gehe jetzt hier stark ins Landesinnere. Ich bleibe erstmal hier in der Gegend und gucke mich hier um. Das kann ich wohl alles nicht aufheben, ne? Kann ich das zerstören irgendwie? Ich habe keine Bomben mehr. Okay. Ja, gut. Ne? Mal kurz gucken. Ach so, das ist einfach nur ein Kreislauf hier. Aha. Naja, wenn sie meinen. Ich gehe nochmal eben rechts gucken, ob es da noch weiter ging. Ja, ging's. Wo kommen wir denn hier? Oh, da, ah, hier kann ich die Jahreszeit ändern. Sehr gut. Benny, was hast du denn hier? Schnüffel, da oben am Baum hängt eine Frühlingsbanane. Die Felsenblumen blühen aber erst im Frühling und hochklettern kann ich nicht. Ob man da gar nichts machen kann? Ja, ich kann immer den Frühling herbeirufen. Aber das ist anscheinend nicht Benny, es ist eine andere. Okay. Okay, dann komme ich hier erstmal nicht weiter. Heieiei, hier sind aber auch viele verschiedene Sachen gerade. Okay. Ja, springen wir runter, ne? Ja, theoretisch bin ich hier richtig, aber ich komme da nicht hoch. Komme ich jetzt zum Herzteil? Nee. Ha. Ja, ich kann ja mal eben den Winter beschwören, aber ich glaube, dass ich hier tatsächlich den Frühling brauche. Machen wir mal kurz Winter. Der wird hier, glaube ich, nichts bringen. Sieht nicht danach aus, ne? Ja, ah, jetzt liegt da eine Schneedecke. Wie geil ist das denn? Das ist ja auch wieder geil gemacht. Und durch die Schneedecke komme ich da jetzt rein. Ey, was man alles denken muss, ne? Das ist schon krass. Geil. Ach, das ist einfach nur ein Heilbrunnen. Ach Mensch, na gut. Ja, gut, will mich nicht beschweren, ne? Geschenken Gaul, schaut mal ins Maul. Trotzdem, Dankeschön. So, schauen wir mal hier lang. Ja. Das ist auch so sinnlos, ne? Dass wir in der Heilquelle quasi nochmal eine Fee finden. Nein. Die uns dann heilt, obwohl wir schon geheilt sind. Ah, ich kann da jetzt nicht lang. Okay, da muss ich noch einmal hoch. Kann ich denn jetzt... Nee, da komme ich trotzdem nicht hin. Hm. Ich springe jetzt mal den Teleporter da rein und guck, wo wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Denn wir brauchen ja anscheinend jetzt den Frühling. Wir brauchen den Frühling. Wahrscheinlich auch, um den nächsten Dungeon reinzukommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ganz toll. Das ist ja mal ein toller Teleporter. Wenn ich schon hier bin, schaufel ich natürlich. Ja, super. Ja. Und das war's. Ach, bin ich doof. Ich bin echt doof manchmal. Ne? Ich kann ja hier rüberspringen. Was ist jetzt? Was ist... Was? Nein! Was ist das? Komisches Ding. Du bekommst dieses Erz dafür. Nein! Ich will meine Feder wieder haben. Du erhältst falsches Erz. Beschaffe dir deine Feder wieder. Oh, ihr Arschlöcher. Oh, die zwei sind nach Hause geflitzt. Ob sie wieder so was Seltsames gefunden haben? Ja, sie haben was Seltsames gefunden. Meine Feder. Ihr Penner. Komm, lass uns einen Schatz verbuddeln. Niemand darf uns dabei sehen. Falls doch, rennen wir fort. Oh, nicht diese Kacke wieder. Gib mir meine Feder wieder. Ich
müsste jetzt unauffällig hinterher, ne? Ich merk's schon. Sie sind nach hier geflitzt, auf jeden Fall. Ah, jetzt geht das wieder los. Natürlich auch blöd, wenn das jetzt zwei auf einmal sind. Kommt ihr nochmal wieder? Ah. Ihr habt dich nicht gesehen. Okay, interessant. Ich warte lieber nochmal. Bin ich hier geschützt? Ich hoffe. Ja, super. Ach, Kassabatter Schei. Ist das nervig? Ihr seid so nervig. Okay. Dass die mich hier nicht sehen. Das ist schon krank. Ja. Verpiss dich. Und du auch. So, jetzt muss ich gleich wieder aufpassen. Wie lang geht der Scheiß jetzt? Da kommt gleich wieder der andere Wetten. Okay. Mach das nicht so lange jetzt hier. Was ist hier passiert? Kann ich da wie buddeln? Das ist nichts, okay. Okay, ist wahrscheinlich das letzte Bild. Ja, nu? Ah, unten da, wo das Kreuz gerade war, da werden sie wahrscheinlich jetzt buddeln. Okay. Hervorragend, komm, wir suchen nach weiteren Schätzen. So, jetzt will ich meine Schaufel, meine Feder wieder haben. Hält die Feder zurück. Leg nur das Erz an seinen Platz. Muss ich das auswählen? Warte mal, wo ist es denn? Hat er aber automatisch gemacht, ne? Wahrscheinlich hat er das automatisch gemacht. Okay, gut. Ja, kann man hier noch ein bisschen buddeln. Ach Gott. So, was sagt die Karte? Ich bin jetzt irgendwo hier hinten, nirgendwo. Okay, wenigstens habe ich jetzt meine Feder wieder. Diese dummen Viecher. Sorry. Die habe ich wahnsinnig. So unnötig. Da hat das Spiel einfach nur in die Länge gezogen. Nicht, dass ich das Spiel nicht mag. Ne? Also auf keinen Fall falsch verstehen. Ich finde das Spiel grandios. Also bisher total geil. Ich liebe es. Finde ich es besser als das Original, also das Link's Awakening? Das weiß ich nicht. Aber ich finde die sehr, sehr ähnlich. Und das Link's Awakening kenne ich halt schon ganz gut. Und das hier ist halt was Neues für mich, weil ich kenne es halt nicht. So, kann ich hier irgendwie noch was machen? Theoretisch könnte man nach oben noch, aber ich glaube nicht. Normalerweise sind Bombengänge immer eingezeichnet. Ich glaube nicht, dass ich da was machen kann. Okay, dann haben wir jetzt unsere Feder wieder und können jetzt vielleicht gucken, was hier noch so ist. Da könnte man zum Beispiel lang gucken. Dann gucken wir mal hier unten. Was haben wir hier? Oha. Ein Totenkopftyp. Das ist so ein Pirat wieder, ne? Und der hat einen Teleporter. Ei, wäre Piraten. Hi, Captain. Unnützes Pack. Warum findet mir niemand meine Glocke? Ah, die Glocke. Oh, du. Arr. Spinn doch kein Seemannsgarn. Du siehst mir nicht nach einem Abenteuer aus. Bevor du nicht mindestens ein paar alte Ruinen von innen gesehen hast, bist du mir keine Hilfe. Ja, ich würde ja gerne. So, ich gehe trotzdem mal in deinem Haus nachgucken, was hier so los ist. Kann ich mit euch allen... Können wir allen reden?
Stimmt alles mit ihm? Dieser Typ ist so vergesslich. Wie ging das doch gleich? Oh Gott. Ich glaube, das war's. Ja, ich habe das schon gemerkt. Oh Gott. Entschuldigung, kannst du das nochmal machen? Eins, zwei. Eins, eins, ein, zwei. Ich versuch's nochmal. Also gut. Eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Das war doch richtig. Das war doch richtig. Ich guck mir das nochmal an. Eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Genauso habe ich das gemacht. Ich habe es genauso gemacht. Nochmal. Eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Verstehe ich nicht ganz. Ich habe es genauso gemacht wie er. Wie lange wollen Sie wohl noch hier bleiben? Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil ich was genauso gemacht, wie er mir das gezeigt hat. Was ist mit dir los? Oh, ich glaube, ich habe mich mittlerweile an das Leben hier gewöhnt. Das ist schön. Will ich da mal eben gucken, wo ich da rauskomme, oder was? Nee, ich gucke mich erstmal hier weiter um. Das Rätsel da macht mich gerade so ein bisschen wuschig, ne? Oh. Kann ich mit euch allen eigentlich reden? Der Captain hat ein Liebchen, das er nicht vergessen kann. Man sagt, sie sei Königin irgendeines großen Landes. Aha. Zelda? Nein, das ist der Prinzessin. Es war so stürmisch, dass der Captain die Glocke verlor, die ihm seine Hübsche gab. Aha, beim Klabautermann. Ein Sturm erfasste unser Schiff und es sank. Hier wachten wir wieder auf. Wo sind wir nur gestrandet? Alles sieht so eigenartig aus. Hm? So wie der Captain aussieht, bekommen wir das Schiff nie mehr flott. Der Matrose, der nach der Glocke schauen sollte, ist immer noch fort. Ich sollte ihm... Ah, das ist der Matrose, der bei uns in der Welt ist. Okay, hast du unser Schiff... Ja, auf dem Friedhof. Bisher haben wir nicht reparieren können. Das ist im Zustand. Okay, meine lieben Freunde, ich denke, wir werden uns auf dieser Welt oder in dieser Welt noch ein bisschen genauer umgucken. Und dann auf jeden Fall den Teleporter ausprobieren. Das aber alles erst im nächsten Part. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Datensicherung. In diesem Sinne, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.